Was geht ab? Wir haben Mittwoch, 2. August, 23 Uhr, Uhrzeit ist okay und mein YouTube-Kanal BanaTV hat auf jeden Fall noch über 2000 Abonnenten. Wie viel weiß ich nicht. Es ist völlig normal, dass Abonnenten hier verschwinden, spurlos. Ja? Nein, ich bin nicht die amerikanische Regierung, falls ihr euch das denkt. Ja, aber ja, kein Content, die denken sich, ey, was passiert hier, wir wissen nicht, wir haben Angst, wir gehen woanders hin, ja, so. Die kommen wieder, mach dich mal keine Sorgen, wenn wir hier anfangen, wieder nonstop Programm zu liefern, dann kommen die schon wieder, ich mach mir gar keine Sorgen, ja, so. Wir reden über Eintracht Frankfurt, ja, was ist da passiert? Übrigens, die Saison in der zweiten Liga hat angefangen, ich habe mich sehr gefreut, denn ich habe seit dem letzten Bundesligaspieltag, komische Betonung, ja, aber ich wollte gar nicht Spieltag sagen, ich wollte Spiel sagen, aber die Grammatik war falsch, deswegen musste ich dann Spieltag sagen, ja, aber es ist einfach völlig egal, ja. Nicht mehr getippt bei Tipico und habe mich voll gewundert, warum ich so viel Geld habe auf einmal übrig. Kennt ihr das? Tipico spielt, aber das Ziel ist eigentlich zu gewinnen, aber am Ende des Monats habt ihr so einfach, in der ersten Woche nach Gehalt ist Geld schon weg eigentlich, ja, aber auf einmal habe ich viel Geld, ich bin verdammt, scheiße, was ist hier passiert, ja. Aber ich wieder Tipico gespielt und ich kann euch sagen, mein erster, ich habe einen Schein gespielt, ruhig, ja, einen Schein gespielt und ich habe gewonnen, nicht viel, aber egal, um reinzukommen. Und es war das Beste, weil ich habe getippt, zweite Liga, dieses Hamburg-Spiel, wo so 8 Tore gefallen sind, super. Da habe ich getippt, irgendwas in Österreich, auf 2 Tore ist gekommen. Und dann das Beste, dieses in Belgien, diese Saint-Gilloire oder wie die heißen, gegen irgendjemand anderen. 2 Tore getippt, stand 1-0 und in der 98. Minute kriegen die einen Elfmeter und machen es 2-0. Das ist Jackpot. So. Für sowas macht man noch Glücksspielwetten, Sportwetten, ja, für dieses Glücksgefühl, ja, in der 98. Minute Elfmeter Tor zu schießen, dass dir dein Schein rettet, ja, wunderbar, erster Schein direkt gewonnen, wunderbar, so, das wird eine gute Saison, wenn es so anfängt, ja, so, Eintracht Frankfurt, was ist passiert? Wir haben Testspiele, die wir alle nicht ernst nehmen und verkacken, okay, Hauge ist anscheinend jetzt der beste Spieler von Eintracht Frankfurt, nein, aber Auge der Gewinner der Vorbereitung, okay, ich habe immer gesagt, immer, guckt euch meine Videos an, ja, immer, dass Hauge ein sehr, sehr guter Fußballer ist, ja, aber er ein Problem hat mit das Gacinovic-Syndrom, wenn ich es, immer, Gacinovic, aber ich habe gehört, dort, wo er jetzt spielt, ich glaube, in Griechenland ist richtig krass am Start, er ist richtig Top-Spieler dort, aber ich gönn's ihm voll, ja, aber Hauge hat das Gacinovic-Syndrom und zwar immer im richtigen Augenblick das Falsche zu machen, ja. Und leider nie im falschen Augenblick das Richtige zu machen. Ja, nein, das nicht. Aber er macht immer im richtigen Augenblick das Falsche. Ja? Immer wenn er schießen soll, abspielen, wenn er abspielen. Aber in der Vorbereitung, Mann, der schießt alle Tore und so weiter. Ey, super. Also wie gesagt, wenn es denn klappen würde, bin ich auch der Erste, der sich übertrieben darauf freut, dass wir die 10 Millionen nicht in Sand gesetzt haben. Ja? Dass er überall mal ausgeliehen war, hat sich nirgendwo durchgesetzt, neuer Trainer. Und auf einmal, zack, hat der Trainer einen Zugang zum gefunden. Und anscheinend funktioniert es. Ja? Ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass wenn ich zum ersten Spieltag gegen Darmstadt aufstellen würde, Hauge in der Aufstellung, in der Startformation wäre. Ich muss auch ein bisschen auf die Straße gucken, ist mir gerade aufgefallen, weil es ist so ein scheiß Wetter und so neblig und so Wasserspule kommt mir von meinen Autos da, die mir vor mir rumfahren, dass ich gar nichts sehe. Deswegen, ich muss ein bisschen, also bitte, ja. Nicht unter die Kommentare schreiben, ne? Da gucken wir auf die Straße, da guckt gar nicht in die Kamera, ja? So, also, ja, Hauge. Top, weiter so, ja? Aber jetzt geht's ab. Gestern Nacht, oder war das schon vorgestern, Mann, ich habe so ein Zeitgefühl verloren. Ich sitze auch nebenbei die ganze Zeit an, was heißt nebenbei? Also ich mache dieses Eintracht-Video zum Eintracht-Song mit der Adel im Terz. Zum Saisonstart kommt es raus, ja? Ich muss da noch einiges schneiden. Wir haben sehr tolles Material von Ansgar Brinkmann bekommen. Der ist extra nach Frankfurt gekommen zum Videodrehen. Super Typ, ja. Ich war leider nicht bei ihm dabei. Ich habe nur mit dem Chandler gedreht. Ansgar, da konnte ich nicht, aber das haben die Jungs selber gemacht. Sehr gut. Habe ich schon ins Video reingeschnitten. Martin Fenin. Ich habe so Insider-Quellen jetzt. Was heißt Insider-Quellen? Ich bekomme das ja alles mit. Martin Fenin ist einer der coolsten Menschen der Welt. Der ist so cool. Martin Fenin ist der Hammer. Ich sag euch, Martin Fenin. Ey, es gibt keinen Menschen, nicht mal die Assis im Herz freuen sich selbst so sehr auf ihr Video wie Martin Fenin.
glaubt es mir, der Typ ist der Wahnsinn, ja. Der hat auch ein Video, schönes Video eingeschickt aus Tschechien für das Video. Sehr, sehr toll, muss ich noch einfügen und so weiter. Ich bin dran, das Video kommt dann bald raus, ja, wird toll. Gute Idee, wenn ihr so als Eintracht-Community, ja, so Bilder habt von Eintracht Frankfurt, an die ihr denkt, wenn ihr an Eintracht denkt, so glorreiche Bilder wie der Sieg der Euroleague, wie der Pokalsieg, wie die geilsten Eintracht-Momente, die irgendwo zu finden sind auf YouTube in einer einigermaßen guten Qualität, ja? Schreibt es mir sehr gerne unter das Video oder noch besser, schickt mir irgendwie einen Link in Instagram oder sowas, BernhardTV, oder ihr könnt auch hier unter das Video schreiben und dann gucke ich mir das an und vielleicht schafft es ja euer, weil ey, ich habe so viel Material und Sachen, safe, werde ich irgendwas nicht berücksichtigen oder an irgendwas nicht denken und irgendein Eintracht-Moment nicht, der es nicht ins Video schafft, weil ich habe auch nur begrenzte Zeit. Aber wenn ihr gute Vorschläge habt, ich schaue mir alles an, ich habe noch ein paar Tage, bis ich den Schnitt abgeben muss und dann machen wir gute Sachen. Ja, schickt es mir, ich schaue es mir an, Alter, Optimus Prime, fahren wir langsam, ja. So, ja, kommen wir zur Eintracht Frankfurt. Was ist passiert? Es ist krass, nach 6 Minuten erst zur Eintracht zu kommen, aber Wahnsinn, das kann nur bei Bernhard TV passieren, ja, dass wir... Ich in der ersten Sekunde sage, ich rede jetzt über Eintracht und in 6 Minuten erzähle ich euch irgendwas über diesen Vogel, der da auf der Autobahn chillt, ja. So, der war wirklich... So, habe ich gelesen, hat sich für Sevilla entschieden und geht, ja. Ist auch gar nicht mehr so wirklich am Start bei der Mannschaft, bei den freien Trainingsspielchen. Und ich weiß nicht, ob überhaupt Trainingslager so noch aktuell, also wir sind ja schon zurück, glaube ich, dass er noch gar nicht dabei ist, meine ich. 14 Millionen soll uns das Ganze einbringen, nicht direkt, sondern ich weiß nicht, wie viel genau, es ist ja Spekulation noch, aber bis zu 14 Millionen, das heißt 14 Millionen inklusive Boni, ja, dann tippe ich mal auf vielleicht 10, 11 so und der Rest in Boni, was weiß ich, ist alles schön und gut. So wurde für ungefähr dieselbe Summe verpflichtet, hat hier ein, zwei Jahre gebraucht, um reinzukommen und danach war er eine absolute Säule und Leistungsträger für dieses Team, hat sehr, sehr krassen Anteil am Aufschwung von Eintracht Frankfurt der letzten Jahre und ist sowieso ein sehr, sehr sympathischer Typ und dem wünschen wir doch alles Gute. Seht ihr, es gibt Spieler, die verlassen den Verein und denen wünscht man von ganzem Herzen alles Gute. Es funktioniert doch, es geht doch, ja. Auf der anderen Seite gibt es wiederum Spieler und Trainer und sonstige Funktionäre, die es nicht schaffen, auf so eine Art und Weise den Verein zu verlassen. Schwierig, ja. Was muss man davon halten, ja. So hat alles richtig gemacht. Ich wünsche ihm sehr viel Glück und Erfolg und alles Gute auf seinem weiteren Weg in Sevilla. Vielleicht sieht man sich ja in einem Jahr, vielleicht im Champions-League-Finale und im nächsten, meine ich. Oder spätestens in der Euroleague, ja. Wobei ich nicht in der Euroleague gegen Sevilla spiele, das ist doch die Euroleague-Killer, oder? Ich gewinne doch die Euroleague gefühlt immer, ja. Also, aber okay. Super. Macht es. Ich freue mich sehr für dich. Ich freue mich sehr für uns, dass wir eine sehr, sehr schöne Summe rausgeholt haben. Aber jetzt kommt doch der absolute Knüller und die 2 Minuten, die ich noch habe, muss ich das jetzt unbedingt erwähnen. Ey, unser Ersatztorwart, Diant Ramay, ja. Überall in den News. Ist es wirklich so? Okay, das ist jetzt heftig. Ich bin jetzt richtig wie Tom Cruise in Mission Impossible, wenn ihr das sehen könntet, wie nah die Straßenbahn bei mir ist. Nee, ich muss jetzt einfach mal... Okay, warte. Ja, die hupt schon. Guck jetzt, wo sie ist. Warte, die hat gut... Da! Es war klar, also bitte, ich bin jetzt der Tom Cruise von Frankfurt, Alter, wenn ihr das gesehen hättet, Mission Impossible, der macht seine Stunts selber, ich scheiß drauf, ich mach meine Stunts selber, ohne 100-köpfiges Team um mich herum, ich auf mich allein gestellt gegen die S-Bahn, ja, Straßenbahn, ich hab gewonnen, ja, es war knapp wirklich, ja. So, nichtsdestotrotz, wie kann es sein, dass, ich würde sagen Tom Cruise, nein, Diant Ramay, ich war mal noch eine Runde, ich hab noch Zeit, dass Diant Ramay, dass in den Medien was steht von 8 Millionen, Ajax Amsterdam möchte 8 Millionen für ihn zahlen, plus 4 Millionen, nicht Optionen, Bonus. Bis zu 12 Millionen kann er uns einbringen. Sorry, ich lese das seit 2 Tagen und ich kann es nicht ernst nehmen. Sorry, aber ey, absolut nichts gegen ihn. Sehr sympathischer und talentierter Torwart. Also gegen Trapp ist natürlich sehr schwer bei der Eintracht, aber Platz 2 und... ja, also sehr, sehr starkes Potenzial in ihm vorhanden, definitiv. Nichts gegen ihn persönlich. Aber was stimmt nicht mit Ajax Amsterdam? Also ich kann es mir nicht vorstellen, es muss ein Fehler sein. Es muss ein Fehler sein in den Medien. Irgendwo wurde was
falsch aufgeschrieben und es wurde falsch abgeschrieben, da ist ein 0 zu viel oder sowas. 0 zu viel, 800.000 plus Bonus. Ja. Wäre so angemessen, adäquat, ja. 8 Millionen plus 4 in Bonus. Da kann etwas nicht stimmen. Wirklich nicht, ja. Kevin Trapp hat in seiner Blütephase, ist er für 8 Millionen oder 9 Millionen oder sowas. Was steht hier? Ich habe hier einen Anruf, aber gut, ich kann jetzt nicht rangehen. Ist er für 10 Millionen, unter 10 Millionen gewechselt. Und zu Paris. Und zwar Kevin Trapp, der sich in der Bundesliga etabliert hat, bewiesen hat und auf dem Sprung war in die Nationalmannschaft. Ja? Das ist super heftig. Das ist super heftig, ja. Und gewesen damals. Und der soll jetzt für 8 Millionen plus 4 noch mehr Geld einbringen als Kevin Trapp. Er hat noch nie gespielt. Sorry. 2 Spiele in der Liga gemacht. Zu Ajax Amsterdam. Holland, Supermannschaft. Ey, also ich kann das nicht ernst nehmen, weil ich fall vom Glauben ab, wenn es stimmt. Weil dann weiß ich nicht, was Ajax Amsterdam in ihm sieht und was wir nicht in ihm sehen. Beziehungsweise ist es auch schwer, also warum man da nicht spielt. Ja? Ich kann das nicht ernst nehmen, deswegen, ich denke, es ist ein Fehler. Es kann kein echtes Gerücht sein, es wird niemals so zustande kommen. Ja? Sollten diese Zahlen aber stimmen, dann, sorry, also das ist jetzt nicht gegen dich persönlich, Herr Ramay. Ja, aber dann ist es dann so, du bist einfach nur eine Ware, die verschoben wird, so, aber da muss man dich verschieben. Ja, da musst du, also bitte, scheiß mal auf die 4 Millionen Bonus, also scheiß nicht drauf, aber lass beiseite, ja. 8 Millionen für den zweiten Torwart von Eintracht Frankfurt, der noch nie, also nie wirklich in der Bundesliga über eine längere Phase gespielt hat. Das 2 Spiele generell? Also, das ist ja wie im Lotto zu gewinnen. Das ist ja wie geschenktes Geld. Das muss man ja. Das muss man ja völlig. Also, da wäre man ja verrückt, wenn man das nicht machen. Wenn man das nicht annehmen würde, wäre man doch geistig. Das ist doch. Mann, Krösche muss ich doch denken, wenn es stimmt so, ey. Ich musste so und so viel Budget erreichen, um zu verkaufen und hin und her und so weiter. Jetzt nehmen wir mit so ein bisschen Geld hin und dann kommt und kriegen wir einfach 8 Millionen geschenkt. Plus noch was obendrauf vielleicht, ja. Was geht ab? Was geht ab? Das 8 Millionen ist doch, das ist doch, damit kannst du dir diesen Nkunku holen, ja. Ist doch ungefähr der Betrag, der da offen ist, ja. Es ist absoluter Wahnsinn. Ich muss leider jetzt auch schon los, weil ich schon da bin. Aber ich möchte gerne von euch wissen jetzt, habt ihr Informationen darüber? Stimmt es? Stimmen diese Zahlen? Oder hat sich ja jemand verschrieben, was nicht 8 Millionen, sondern 800.000, was eher an der Realität dran wäre. Weil, oder vielleicht könnt ihr mir das erklären. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Man muss es machen, ja. Es ist ja nicht so, als würdest du sagen, Kolomani für 100 Millionen, was, also man muss die Kirche im Dorf lassen. 100 Millionen ist eine unglaublich krasse Summe. Und auch dann muss man es einfach aus Menschenvernunft machen, ja. Aber dann hast du wenigstens, dann hast du so dieses... Aber wow, Kolomani, das ist unser Stürmer, der beste Stürmer der Liga, also definitiv unter den 2, 3 Besten, so hin und her. Auf der Welt vielleicht schon in den Top 10 und was weiß ich, wie auch immer, ja. 100 Millionen oder das oder das oder das, ja. Aber hier? Hier hast du 8 Millionen plus 4 eventuell und zweiter Torwart, ja. Ey, sorry, Mann, zweiter Torwart ist auch ein Teil der Mannschaft und so weiter, aber wir haben Trapp und toi, auf Holzklopfen, sollte da mal nicht in der Lage sein, der Kevin zu spielen, dann hat man 2 Ersatztorwärter, die spielen können, ja, und selbst wenn man sagt, nee, wir müssen uns auch noch verstärken und so weiter, ja, dann ist es halt so und dann holt man vielleicht noch irgendwas, aber das ist totaler Quatsch eigentlich wäre. Wir haben 2 Torwärter da und dann sagst du deiner Mannschaft einfach in dieser Zeit, wo Kevin nicht spielt, hier, ihr seid vorne so gut aufgestellt, hinten könnte es vielleicht mal wackelig werden, dann schießt einfach ein Tor mehr als der Gegner. Ja, leichter gesagt als getan, aber das muss dann einfach die Ausgangslage sein und dann ist es egal, wenn man so ein Torwart mal sich 1, 2 Dinger fängt pro Spiel, wenn du einfach ein Tor mehr schießt als der Gegner. Ganz einfach, ja. Sagt mir gerne eure Meinung zu dieser Thematik. Was steckt dahinter? Ist es wirklich so, dass man 8 Millionen kriegt plus 4 Millionen Optionen, Bonus für Dian Tramay, dann ich feiere ihn persönlich nach Amsterdam, ja. Wirklich, ja, krasser Shit, ja, sagt mal eure Meinung, ich muss los, in dem Sinne, haut rein, ciao, und wir sehen uns jetzt bald wieder öfter, regelmäßiger, wenn Eintracht anfängt zu spielen, dann geht's ab hier.